Hallo und herzlich willkommen zu dieser Video-Episode aus Deine Reiki-Fähigkeiten zum Glänzen bringen. Heute geht es um das Thema, was ist die Reiki-Kurzbehandlung? Die Reiki-Kurzbehandlung kommt aus dem Usui Shikido-ho nach Frau Takata, die die Reiki-Heilmethode in den Westen gebracht hat und im Westen verbreitet hat. Und insofern gab es die ursprünglich in Japan so nicht, aber sie hat sich das wohl ausgedacht, weil es eine besonders einfache Methode für die Menschen hier im Westen ist, Reiki anzunehmen und für sich zu nutzen. Und wahrscheinlich hat sie damit dabei geholfen, dass sich Reiki gut verbreiten kann. Ja, und diese sieben Handpositionen ist sozusagen die Kurzform von ihren 12 Handpositionen der sogenannten Ganzbehandlung. Das hier mit den 7 ist die Kurzbehandlung und die andere wäre dann mit 5 weiteren die Ganzbehandlung. Ja. Früher, als ich selber Anfänger war, in den Jahren 93, 94, 95 und so, dort habe ich dann mir ganz viel diese Kurzbehandlung gegeben und wenn ich etwas mehr Zeit hatte, aber auch die Ganzbehandlung. Diese Kurzbehandlung ist insofern interessant, weil quasi man am Kopf nur 2 Positionen hat, der Rücken wird ausgelassen, da kommt man im Liegen nicht so gut dran und deswegen ist das hier eigentlich eine sehr schöne Anwendung, zum Beispiel zum Einschlafen, ja? Also sehr, sehr angenehm. Okay, aber heutzutage ziehe ich die 7 Power-Positionen vor, die ich mir letztes Jahr selbst ausgedacht habe. Das sind 3 Sets von 7 Power-Positionen und zum Beispiel eins davon ist morgens zum Aufwachen, sich zu vitalisieren und so bang, so richtig wach zu werden. Und das ist so genial, dass ich das nun seit über einem Jahr fast täglich mache. Meine Freunde tun das, meine Schüler tun das auch. Und weißt du was? Weil du bis hierhin geschaut hast, ich schenke dir einen kostenlosen E-Mail-Kurs und ein Video mit diesen 7 Power-Positionen. Dafür einfach unten in den Link schauen. Dort dem kannst du dann folgen und dich entsprechend dazu anmelden. Ja? Okay, jetzt wollen wir aber zu den 7 Positionen der Kurzbehandlung nach Frau Takata kommen. Wie gehen denn die? Ich nehme kurz meine Brille dafür ab und dort lege ich zunächst mal meine Hände auf das Gesicht auf. Ja. Von da aus gehe ich direkt zum Hinterkopf. Da ist es angenehm, die Hände so übereinander zu halten. Die untere Hand ist hier so auf dieser Mulde unterhalb des Schädelbasisknochens. Ich berühre den Knochen hier noch ein bisschen, aber auch dann hier oben. Und dann ist das sehr angenehm für die Muskulatur und den Kopf und so. Ja. So, von hier aus gehe ich dann weiter hier auf mein Brustbein, zum 4. Chakra, zur Thymusdrüse, zum Herzen. Sehr, sehr angenehm, auch für die Bronchien und so, die Wärme, die sich dabei ausbreitet. Und von da aus geht es dann weiter zum Bauch, ja, mein 3. Chakra zur Abgrenzung, mein 2. Chakra für die Lebensfreude und sich einzulassen und Ja zu sagen und so, ja. Also das ist sehr, sehr schön, diese Position hier. Dann geht es weiter zu den Leisten, dass die Kräfte von oben sozusagen gut nach unten fließen können. Und dann weiter zu den Knien, um mögliche Blockaden hier zu lösen, die es dort gibt. Und den Knien was Gutes zu tun. Ja, also sehr, sehr gut für die Beine. Und dann schließlich zu den Füßen, da nehme ich immer erstmal einen Fuß und später dann den anderen Fuß, um den Reiki zu geben. Ja, das sind die 7 Positionen der Reiki-Kurzbehandlung. Nun wünsche ich dir damit viel Freude beim Ausprobieren. Gerne ein Like für das Video und den Kanal irgendwie oben, unten, wo auch immer abonnieren, dass du die nächsten Videos mitbekommst. Dann viel Spaß beim Ausprobieren und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Namaste.